bin der Willi Ottens. Ich bin der Sohn von Wilhelm Ottens, dem Betreiber des Höllenblitz von der Firma Rinaldi GmbH und Co. KG. Wir stehen jetzt hier aktuell in Düsseldorf zur Rheinkirmes. Die Anlage hat jetzt ziemlich genau 31 Jahre auf dem Buckel, ist aber mehrmals umgebaut worden, wurde zweimal umthematisiert. Ich glaube, viele kennen es noch als Magic Mountain Bahn. Hat sich später verändert zum Star World im Jahr 2007, wurde da auch streckenmäßig immer etwas angepasst. Zuletzt dann die Thematisierung als Höllenblitz im Jahr 2007, wo dann auch die Streckenführung angepasst wurde. Die Anlage hat jetzt aktuell zur neuen DIN-Umstellung, die ist jetzt auf die neue DIN komplett umgestellt, komplett neue Züge bekommen und eine neue Elektronik. Und wer hat das jetzt umgebaut? Also die Züge wurden von der Firma MSD Freizeittechnik gemacht, die Elektronik wurde von der Firma BPE Connect in der Zusammenarbeit mit der Firma MSD Freizeittechnik und dem TÜV Süd. Und die Frequenzumrichter wurden von der Firma SEW Eurodrive umgebaut. Wie lange ist das jetzt her? Also es hat schon etwas gedauert. Das war auch ein längerer Prozess. Wir haben damit angefangen im Jahr 2020 im Serengeti-Park Kodenhagen und haben dann bis 2021 den ganzen Umbau vorgenommen und sind quasi dieses Jahr jetzt fertig geworden, komplett. Und der Laden ist ja ganz schön groß. Und ja, wie viele Transporter werden da eigentlich benötigt? Aktuell etwa 30. Ja, das ist ja einiges. Und ist das eigentlich noch wirtschaftlich in der heutigen Zeit so eine große Anlage? Man muss es abwägen, welche Standplätze man anfährt. Uns sind natürlich auch Standplätze lieb, die auch über eine etwas längere Zeit gehen. Aber Düsseldorf ist nach wie vor eine Veranstaltung, die sich auch für so eine Bahn sehr gut lohnt. Ja, und ihr habt ja noch ein tolles Geschäft, und zwar den Chaos-Pendel. Das ist richtig, ja. Wie lange habt ihr den jetzt schon? Erst seit letztem Jahr, seit September. Und den habt ihr ja von HP Meyer übernommen, ne? Das ist richtig, ja. Aktuell ist das Geschäft am Serengeti-Park, ist dort an den Park vermietet und vorm Serengeti-Park waren wir auf dem Hamburger Dom. Und der Höllenblitz war ja auch im Serengeti-Park, aber ihr wolltet mal wieder auf die Reise damit, ne? Ja, der Höllenblitz, der musste einfach zurück auf die Reise. Serengeti-Park war eine schöne Zeit, aber für den Höllenblitz, denke ich, sind die Kirmesplätze auch eine wichtige Sache. So, und hier steht ja jede Menge Deko von euch. Wann seid ihr denn angekommen hier? Ich meine, wir sind so immer peu à peu, wir haben ja 30 Transporte, aber so mit allen da waren wir, glaube ich, so gegen 23. Juni. Ja, und wie lange seid ihr jetzt schon dran hier mit dem Aufbau? Wir bauen jetzt etwa eine Woche auf. Wir machen natürlich jetzt erstmal alles langsam. Für einen Platz wie Düsseldorf ist es wichtig, dass man alles schön gewartet hat, dass man vielleicht noch mal zweimal hinguckt, weil jetzt hier auch doch ein paar Besucher erwartet werden. Da lässt man sich dann ein bisschen Zeit. Wie wird eigentlich so eine Achterbahn aufgebaut, so im Groben? Mal erklärt. Also natürlich, wie bei jedem Fahrgeschäft, muss man erstmal ordentlich ausmessen, dass man auch mit den Maßen, die vorgegeben sind durch den Platzmeister, dass man da sauber hinkommt. Dann wird das Fundament gesetzt. Bei uns ist das dann durch die Containerpaletten, die den Höllenblitz einrahmen. Und dann, wenn man das Fundament der Paletten hat, dann kann man die Sohlenteile zwischendrin setzen. Ja, und zu einer Achterbahn gehören natürlich Schienen und wir stehen da gerade an einer. Wie ist eigentlich die Streckenlänge so? Die Streckenlänge ist ungefähr mit 860 Metern angegeben. Ich habe es nicht nachgemessen, aber das ist die Angabe, die im Baubuch steht. Und das ist ja die größte mobile Indoor-Achterbahn der Welt, ne? Das ist richtig, ja. Also sowas gibt es ja nirgendwo, ne? Ja, es ist natürlich, die Herausforderung ist ja immer, sowas zu schließen. Und so eine ganze Achterbahnstrecke wirklich so einzumauern, dass kein Licht rankommt. Und das ist halt, selbst in Parkwelten, wo ja die Achterbahnen über einen sehr großen Bereich gehen, ist das ja schon sehr aufwendig, so etwas komplett zu schließen. Und der Höllenblitz ist da, was das angeht, schon recht einmalig, da es ja doch eine recht üppige Streckenlänge ist, aber doch noch auf einen so kompakten Raum, dass man es irgendwie schafft, das Ganze komplett zu schließen. Ja, damit die Zuschauer mal so ein bisschen Einblick bekommen. Also ihr habt ja hier Deko, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Das sind ja Tonnen Deko, ne? Ja, das ist so. Also allein die Frontpaletten, da haben wir, das muss ich mal nachzählen, also 6 Transporte für sich, die eigentlich nur mit Deko voll sind und die in der Front verbaut werden müssen. Und hier gerade sehen wir so einen Transporter. Ich tippe mal, dass das alles Schwertransporter sind. Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben exakt 4 Schwertransporte. Die Schwertransporte, damit werden die Sohlenteile transportiert. Also Schwertransporte fangen ja erst ab 40 Tonnen an und wenn man Überbreite oder Überlänge hat. Tatsächlich ist es so, die ganzen Containerpaletten, die wir haben, die sind gewichtsmäßig und auch von den Ausmaßen noch im Rahmen, dass sie keine Schwertransporte sind. Und hinter dir haben wir ja einen riesen Transporter. Was ist denn da alles drauf?
Da haben wir das linke Bahnhofsdach, können wir da sehen. Und auf dem Bahnhofsdach sind noch ein paar dekorative Hütten draufgeladen, die dann den Wasserfall zieren. Ja, und hier sehen wir euren Kran. Ist das einer eurer Kräne oder habt ihr mehrere? Nein, wir haben einen Kran. Das ist ein 60-Tonner Liebherr-Kran. Ein LTF 1060 4.1. Der ist so gerade eben ausreichend für den Höllenblitz. Man muss ein paar Mal umsetzen, aber es reicht. Und das ist der größte Kran, den man auf dem LKW-Fahrgestell bekommt. So, und was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir jetzt die Paletten, die unter dem Wasserfall positioniert sind. In der Mitte werden dann die Auffangbehälter für den Wasserfall positioniert werden, wo das Wasser dann hochgepumpt wird. Ja, und hier ist jetzt euer Eingang, ne? Das ist richtig. Hier wird noch der Boden runtergeklappt. Dann kommt hier neben die Kasse. Und da können die Leute dann gerne in die Attraktion hineinspazieren. Ja, und hier ist der Bahnhof, ne? Korrekt. Wie viele Chaisen habt ihr eigentlich? Im Moment haben wir 30. Wir haben 2 Züge mit 15 Gondeln à 2 Personen. So, hier ist ja jede Menge Material. Was sehen wir hier? Das sind Leuchtfackeln, also die dann quasi Feuerfackeln imitieren sollen, die wir in der Auffahrt überall hängen haben, die auch etwas püstern und lüften. Ja, die werden noch verbaut in der Auffahrt. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt gehen wir in die Anlage. Ja, hier sind wir in der Achterbahn. Der Streckenverlauf in der Halle ist soweit schon fertiggestellt. Hier ist der Tunnel, wo man quasi kurz nach der Bremse einfährt. Ja, noch alles offen. Ja, und unterhalb von dir, was sehen wir hier? Das ist ein altes Fahrgestell von den alten Zügen. Das haben wir hier aufgehoben. Kannst du haben, wenn du möchtest. Ja, also wir wurden auch schon nach den neuen gefragt. Die sind etwas teuer. Die geben wir jetzt nicht weg. Aber wenn du sowas haben willst, das verkaufen wir jetzt nicht großartig. Das verschenken wir auch. Also es gab auch schon ein paar, die ein paar geschenkt bekommen haben. Deswegen haben wir auch manchmal hier noch was rumliegen, was wir dann nicht auf den Schrott geben, sondern was wir dann, wenn jemand fragt, vielleicht auch mal weggeben. So, war das jetzt ein Angebot für die Kirmesfans? Kann man so nehmen. Und hier sehen wir eure Bremsen. Genau. Also die Strecke ist Reibrad gebremst. Also wir haben keine Bremsschwerter oder so, keine Magnetbremsen, sondern alles über Frequenzumrichter. Ist auch im Rahmen der DIN-Norm komplett erneuert worden, was die Frequenzumrichter angeht. Und das sind die Motoren dazu. Ja, und in der Mitte von der Bahn habt ihr so ein super Deko-Element, ne? Ja. Es ist ein LED-Netz, was trichterförmig quasi von der Decke runterhängt. Viele Fans erinnert es oft an einen Weihnachtsbaum. Es ist auch, es sieht auch manchmal so aus. Es soll natürlich dem Thema so ein bisschen gerecht werden, dass es halt im Höllenblitz ein bisschen Bergthema ist. Also es soll eigentlich so ein funkelndes Gesteingewölbe sein. Und hier wird das praktisch hochgespannt, ne? Richtig, hier oben ist der kleine Radius, der wird oben an die Decke quasi gehängt. Und hier unten haben wir dann quasi Steckrohre, die wir hier unten dann breit auffächern, wo es dann halt diese zylinderförmige oder die trichterförmige Form gibt. Ja, und was haben wir jetzt hier für eine Stelle? Das ist eine recht schnelle Stelle. Das ist so das große Finale der Bahn. Da geht es aus einer steilen Rechtskurve in die Gerade rein und geht dann nochmal mit richtig Pfeffer in die Vertikale nach rechts rüber. Das ist so, ich würde sagen, 10 Sekunden vor der Bremse. Und hier rechts ist so ein Container. Wofür ist der denn da? Das ist das Herz unserer Bahn, das ist der Elektronikcontainer, da ist unsere ganze Steuerung und Technik drin. So, kannst du uns mal den Streckenverlauf erklären? Die Fahrt startet dort vorne, geht dann rechts hoch. Wir haben dort etwa 16 Motoren, die den Zug hochziehen, an unterschiedlichen Stellen, alles reibradbetrieben. Vorne haben wir Frequenzumrichter gesteuerte Motoren, die quasi dem Zug eine Vorbeschleunigung geben. Vorne sind polumschaltbare Motoren. Da ist ein großer Motorblock von 10 Motoren. Dort wird ein Pol umgeschaltet, dass die Motoren deutlich schneller laufen. Und dort gibt es dann so eine Art Launch oder Beschleunigung, wofür der Höllenblitz bekannt ist, was quasi den Zug die Auffahrt hinauf rauf beschleunigt und wo es dann ins Tal reingeht. Das Tal würde dann im Außenbereich verlaufen. Und wenn dann der Zug aus dem Tal wieder reinkommt, kommt er dort hier rein, dort wo die 8 ist. Dort geht es weiter über den Elektrocontainer. Das ist quasi eine weite Rechtskurve. Also wir haben quasi, wie es auf dem Reißbrett ist, wir haben eigentlich immer eine 8, die gefahren wird. Wir kommen hier mit einer Rechtskurve rein, dann wird hier quasi die 8 wieder gemalt, dann geht es hier wieder durch die Mitte
Also wir haben wirklich eine Achterbahn. Die einzige Acht, die da nicht kommt, ist die letzte, wo es hier in die Gerade reingeht. Da gibt es einen kleinen Schwungwechsel. Ja, und hier ist euer LED-Tunnel. Genau, das ist quasi das Schlussstück unserer Fahrt. Da geht es vorher in die Bremse rein. Und dann mit einer mittleren Geschwindigkeit kommen die Leute dann. Da können sie sich einmal ein bisschen reorientieren. Kommen sie durch den LED-Tunnel, der dann von hinten nach vorne immer einmal durchblinkt. Worauf muss man eigentlich achten hier mit den ganzen Spezialeffekten in der Bahn, dass man da auch einen TÜV bekommt? Also wir haben ja viel Laser drin. Wir müssen immer natürlich, da wo wir die Laser positionieren, muss man vorher einen Grundriss zum TÜV Süd schicken oder zu einer TÜV-Abnahmestelle und muss dann genau anzeigen, welche Laser man verwendet, mit welcher Stärke und welche Abstände zum jeweiligen Fahrgast theoretisch auftreten können, damit die Augen nicht gereizt werden oder es keine Augenschäden gibt. Also bei Lasern ist es ganz besonders wichtig. Ansonsten natürlich muss man bei hängenden Sachen oder stehenden Sachen auf die Fallsicherung achten, dass alles wirklich sitzt und nichts einem während der Fahrt auf den Kopf fallen kann. Ja, und hier sehen wir eure Züge. Richtig. Und ist dann hier auch so eine Station, wo die dann geparkt werden können? Ja, richtig. Die findet man hier hinter dem LED-Tunnel. Da haben wir quasi unsere Reservestrecke, wo wir dann den Zug hinstellen, der gerade nicht in Betrieb ist. Und ansonsten sieht man hier auch das Gleis. Also die normale Streckenführung ist, dass hier das hier steht. Wir hatten jetzt gerade unsere Züge einmal komplett zur Wartung draußen. Dort fahren wir die dann rein. Und hier werden die dann in die Bahn quasi reingefahren. Wenn wir dann das Ganze abgeschlossen haben, dann wird dieses Gleis wieder rumgedreht. Und dann haben wir quasi hier die Streckenführung. Wer ist eigentlich der Hersteller der Achterbahn? Die Firma heißt offiziell Firma Stein. Es ist aber so, dass Stein kennt natürlich kaum jemand. Die Firma Stein ist der Firma Schwarzkopf entsprungen. Damals, wo diese Bahn fertiggestellt wurde, war es ja so, dass die Firma Schwarzkopf Insolvenz angemeldet hat und es dann Nachfolger für die Firma Schwarzkopf gab. Die Firma Stein ist, soweit ich es weiß, mittlerweile in die Firma Gerstlauer reingeflossen. Aber man kann sagen, dass die Grundzüge der Bahn der Firma Schwarzkopf entsprungen sind. Und hier ist auch eine spezielle Kurve, ne? Genau, der Zug kommt hier mit einer sehr hohen Geschwindigkeit in diese extreme Schieflage, kommt dann über diesen kleinen Buckel rüber und geht dann quasi zum Abschluss in die Bremse ran. Die Bahn ist ja geschlossen, das heißt, es ist eine Indoor-Achterbahn und das ist ungewöhnlich für einen Kirmesplatz, ne? Das ist richtig. Also es ist ja ein immenser Aufwand, normalerweise statisch korrekt so eine große Anlage komplett zu schließen. Also es gibt ja zum Beispiel eine Indoor-Achterbahn im Winter Wonderland. Ice Mountain heißt die. Das ist nur eine Reverschaumbahn, die ja noch von den Maßen her deutlich kleiner ist. Wenn man da mal schaut, was für ein Aufwand das ist, dort diese Bahn zu schließen und wie das hier beim Höllenblitz gelöst ist, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wie hoch ist das Gebäude hier, der Achterbahn? Also der höchste Punkt der Schrift ist etwa bei 32 Metern, der allerhöchste Punkt. Die Schrift, die kommt natürlich noch, wir setzen oben noch auf die Böcke noch so Pfosten, wo dann die Schrift draufgesetzt wird. Also am höchsten Punkt haben wir 32 Meter. Und bist du Schausteller mit Herzblut? Auf jeden Fall. Man arbeitet natürlich immer so ein bisschen im Team, man ist nie alleine. Wenn man jetzt im Büro arbeitet oder so, da ist man ja schon oft für sich. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich komme aus der Bank. Das ist ein komplett anderes Arbeiten. Es ist natürlich auch deutlich unbürokratischer. Man versucht immer Lösungen zu finden, versucht sehr viel lösungsorientiert zu arbeiten. Und man ist sein eigener Herr. Das macht in der derzeitigen Umwelt mit der Bürokratie, was da so ist. Klar ist man auch auf die öffentlichen Stellen im Moment angewiesen, aber so im Arbeiten mit der Anlage, da kann man schon unbürokratisch seine eigenen Lösungen finden. Und das ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Bist du Schausteller oder kommen Sie vom Privat ursprünglich? Meine Familie sind Schausteller. Ich war dann zwischenzeitlich schon in einer Bank tätig, habe aber der Bank den Rücken gekehrt. Also weiß man jetzt nicht, ob man sagt, ein Aussteiger und Wiedereinsteiger. Oder ich glaube, das ist nicht so wichtig, wenn man dann das weiß, was man macht. Und wenn man grundsätzlich damit groß geworden ist, ist das, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ne? Also ich finde das beachtlich, weil das ist ja wie so ein Virus, dieser Kirmesvirus. Das heißt, wenn man da einmal gearbeitet hat, die meisten wollen dann immer irgendwann wieder zurück. Ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man sagte so als Schausteller in der freien Wirtschaft, sagt man dann so, da war es eine ganze Zeit lang auch sehr schön, aber man vermisst es schon. Wenn man länger weg ist, man schielt immer wieder zurück und man kriegt ein bisschen Heimweh. Das ist so.
wenn er die Bahn hier aufbaut, ne? Ja. Dann wird er erstmal das Innenleben hier montiert und zum Schluss kommt er dann das Dach drauf. Ist das richtig, ne? Das ist richtig, ja. Wie wird denn nachher die Plane da drauf gelegt? Das stelle ich mir ja ganz schön schwierig vor, weil das ist ja eine immense Fläche, ne? Also wir haben das tatsächlich sehr gut gelöst. Es ist natürlich so, dass an dem Höllenblitz jetzt unheimlich viele Planen zum Einsatz kommen. Also wir haben das quasi in Teilbereiche geclustert. Wir haben 11 Dachflächen, wir haben 19 Seitenflächen. Das heißt, wir haben 30 Planen, die quasi ausgespannt werden. Und da muss man natürlich ein gutes Prinzip haben, damit das auch einigermaßen effizient vonstatten geht. Die Planen, die sind alle auf einer Rolle aufgewickelt. Diese Rolle wird quasi in eine Rolle eingespannt und dann wird diese Rolle runtergezogen. Also es ist eigentlich ein recht einfaches Prinzip. Wir haben auch die Planen haben wir jetzt umgerüstet auf leichteres Material, damit man mit zwei Mann möglichst eine Planrolle komplett abziehen kann. Und eigentlich haben wir ein einfaches Prinzip, aber es sind doch für die Größe sind es doch ein paar Planen, die verlegt oder verzogen werden müssen. Der Kirmesmarkt besteht ja auf so einem Sohlenteil hier von euch und du hast mir gerade erzählt, dass das hier alles massiv ist und dafür braucht er schon einen Schwertransporter, ne? Richtig. Das Sohlenteil selber, das wird auf einen Transport verladen oder die Sohlenteile. Der Transport des Sohlenwagens, der hat am Ende 66 Tonnen und das ist auch ein Transport, für den wir eine Ausnahmegenehmigung brauchen. Was ist denn das für ein Container hinter dir hier? Der kleine? Den haben wir neu bekommen. Das ist unsere Motorenwerkstatt, kann man so sagen. Während des Transports haben wir da auch noch unsere Beleuchtungselemente drin. Aber grundsätzlich ist das unsere Motorenwerkstatt. Wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt hier mal so ein Unwetter habt und ihr seid jetzt gerade am Aufbauen und hier ist noch alles offen? Das ist auch schwierig, ne, oder? Ist eigentlich kein Problem. Also es ist so, dass wir noch nicht die guten Effekte dann alle da draußen haben. Aber so wie das jetzt gerade ist, passiert da nichts. Also die Moving Heads sind gut geschützt und alles, was jetzt hier draußen ist, ist komplett wasserdicht. Wenn ihr mal einen Störfall habt und die Halle ist jetzt hier geschlossen, dann nehme ich mal an, ihr habt hier so eine Notbeleuchtung. Richtig. Also wir haben oben 2 kW-Fluter. Da machen wir dann die Notbeleuchtung an. Wir haben auch überall an den Notausgängen noch Notbeleuchtung postiert. Falls es einen Stromausfall gibt, was dann akkubetrieben ist, wo dann quasi die Notfalltreppe beleuchtet wird. Weil es kann ja sein, dass der Strom mal weg ist, dann funktionieren die auch nicht und da haben wir dann noch extra Akkubeleuchtung. Wie findet ihr eigentlich heraus, dass hier so eine Störung ist? Habt ihr dann irgendwie so eine Anzeige? Also erstens haben wir die Streckenteile vierfach Kamera überwacht. Also wir haben dort oben eine Kamera postiert, wir haben dort eine Kamera postiert. Dann haben wir an der zweiten Auffahrt eine Kamera postiert und am Tunnel. Das heißt, wir können quasi jederzeit vom Fahrstand aus die gesamte Bahn einsehen. Und dann ist es natürlich so, dass wir ein Blocksystem haben. Also wir sehen relativ schnell, ob Störfälle da sind oder nicht, weil irgendwo sonst auf dem Display ein Fehler angezeigt wird. Also wenn ein Motor ausfällt oder so, dann leuchtet ein Lämpchen. Man sieht eigentlich heutzutage fast alles. Darf ich das fragen? Wie wird der Fahrpreis sein? Ja, das darfst du fragen. Also hier in Düsseldorf werden wir einen Kinderpreis und einen Erwachsenenpreis haben. Wir werden für 7 Euro für Erwachsene fahren und für 5 Euro für Kinder. Also das finde ich fair für so eine große Anlage. Ja, denken wir auch. Aber es ist natürlich auch so, wenn wir sagen, es ist eine Familienachterbahn, müssen es auch noch ein bisschen familiengerechte Preise bleiben. Ne? Ja, am 15. Juli starten wir hier auf der Rheinkirmes und ihr seid alle herzlich eingeladen, den Höllenblitz auch mit den ganzen neuen Effekten einmal zu testen. Ich bin der Egon Kaiser. Ich komme aus der Schaustellerfamilie Kaiser. Wir sind eine der ältesten Schaustellerfamilien Europas. Und wir sind dieses Jahr in Düsseldorf dabei, auf der größten Kirmes am Rhein und präsentieren den Bayern Tower. Das ist ja mal ein richtig schönes Geschäft. Und von welcher Firma ist das? Also das wurde gebaut von der Firma Funtime aus Österreich. Die malerische Gestaltung hat die Firma Eck aus Erwitte übernommen. Mit mir zusammen. Wir haben alle zusammen sämtliche Bildmaterialien selbst ausgesucht und es wurde mit Airbrush und Pinseltechnik gemalt, also sehr aufwendig und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ein bisschen Oberbayern nach Nordrhein-Westfalen zu bringen. Wie sind Sie da drauf gekommen, auf das Thema? Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, wo ich so Flieger gesehen habe, die wo schon vorher aktiv waren, habe ich mir gedacht, wenn ich mal dazukommen würde,
so einen Kettenflieger zu machen, dann müsste das der größte Maibaum der Welt sein. Maibaum ist bei uns in Bayern Tradition und das Geschäft bietet sich daher an und ist natürlich jetzt unter den vielen Fliegern ein Exot, würde ich sagen, mit dieser Aufmachung. Was hat das Geschäft für eine Fahrhöhe? Dieses Geschäft hat eine Höhe von 90 Metern und ja, was es genau für eine Fahrhöhe hat, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Die Ketten müssen Sie dann halt abziehen, was da schräg hängt. Wie wird das Geschäft im Groben aufgebaut, so in einer Minute erklärt? Erst wird der Platz vermessen, dann wird auf Standfestigkeit vorher natürlich überprüft. Dann werden die Mittelbauwagen gestellt. Das sind zwei Mittelbauwagen mit 65 und 45 Tonnen, die aneinander geflanscht werden. Und dann wird der Unterbau aufgestellt und dann fangen wir an, die Turmelemente zu setzen, bis wir auf die Gesamthöhe kommen und dann kommt der Rest, der Stern, die Sitzplätze und zum Schluss dann Dekoration und Licht und Musik. Wie viele Kräne werden da benötigt? Man kann es mit einem Kran aufbauen. Wir haben hier einen 40 Tonnen Liebherr-Kran. Aber wenn man unter Zeitdruck ist, kann man es auch mit zwei Kränen aufbauen. Wir arbeiten auch manchmal mit drei Kränen. Dann macht ein Kran den Vorderbau und die anderen zwei Kräne setzen den Turm. Und ja, umso schneller ist man dann natürlich fertig. Wie viele Mitarbeiter werden dann benötigt? Ich hatte ja beim Aufbau 15 Mitarbeiter. Was haben Sie für eine Tour? Wo kommt es her und wo geht's hin? Wir kommen aus Nördlingen in Bayern und nach Düsseldorf geht es zurück nach Dachau, aufs Dachauer Volksfest und dann aufs Münchner Oktoberfest. Ist das hier so ein Bonbon hier für Nordrhein-Westfalen, dass Sie mal hier nach uns kommen? Selbstverständlich ist das für die Nordrhein-Westfalen ein Bonbon. Hier der Bayern Tower ist ja was ganz Besonderes, aber es ist natürlich für uns auch etwas Spezielles und eine Freude, hier auf der größten Kirmes am Rhein dabei sein zu dürfen. Weil das ist ja eine der besten Veranstaltungen oder zurzeit die beste Veranstaltung. Und das ist ein Renommee und ein Prestige. Und da freuen wir uns natürlich, hier unser Geschäft präsentieren zu können. Und wir versuchen es auch im bestmöglichen Quant, sagt man in Bayern, aufzustellen. Die haben ja eine große Schaustellerfamilie. Was haben Sie noch alles für Geschäfte? Also wir gastieren jetzt hier in Düsseldorf mit dem Skater, mit den Rio Rapidus, das ist eine Raftingbahn, und mit den Predator und der Bayern Tower. Auf wie viel Transportern wird das verladen? Zurzeit ist der Bayern Tower noch auf 13 Transporten verladen, aber wir versuchen das noch etwas zu optimieren. Vielleicht können wir den einen oder anderen Transport einsparen. Müssen wir schauen, es kommt jetzt noch Deko dazu. Vielleicht wird es auch mehr, keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal. Also ich freue mich, dass Sie hier sind und der Kirmes Markus kommt da mal vorbei und dreht da mal eine Runde bei Ihnen. Genau, da macht er mal eine Probefahrt, der Kirmes Markus, und dann kann er mal live berichten, ob die Fahrt auch was Gescheites ist. Hallo Markus, wie schön, dass wir dich jetzt hier in Düsseldorf mal sehen. Du hast uns ja in deiner letzten Reportage mal erwähnt von den Scheibenwischer von den Herrn Böttner. Wir sind von der Firma Miwok Maschinenbau GmbH und machen halt Umbauten auch nach DIN 13814, Steuerungsanlagen, alles was dazugehört. Ja, und ihr seid jetzt gerade hier auf der Rheinkirmes. Und ihr baut hier gerade ein Geschäft oben, ne? Ganz genau. Wir machen gerade den Umbau von dem Predator von der Firma Kaiser und hat halt auch vieles Neues bekommen, neue Hydraulikanlage und Steuerungsanlage in einen Elektrocontainer rein und halt komplett neue Verkabelung. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, Fahrgeschäfte umzubauen? Ja, ich mache das ja eigentlich schon mein ganzes Leben lang, ne? Also mein Vater und mein Bruder, wir sind ja Familie Dröge und mein Bruder ist ja bei der Firma SAD beschäftigt. Ich mache die Firma Miwok Maschinenbau und wir machen das unser ganzes Leben schon. Also wir haben auch genug Erfahrung da drin. Und die Firma, die ihr jetzt habt, die habt ihr erst vor kurzem gegründet? Ganz genau. Also seid ihr auch so Kirmes-Freaks? Ja, also man lebt da drin, ne? Ist klar. Also da kommt man irgendwie nicht weg. Das ist halt so. Wir haben eigentlich den Beruf zum Hobby gemacht. Ganz genau. Ja, das ist nicht schlecht, wenn man seinen Beruf zum Hobby machen kann. Ne? Ganz genau. Wir machen natürlich auch so CNC-Maschinen und so, aber grundsätzlich Fahrgeschäfte. Ist noch was geplant in diesem Jahr, so Projekte? Ja, wir haben jetzt vor kurzem jetzt den Löffelhardt mit dem Booster ausgeliefert. Der spielt ja schon. Und wir haben jetzt noch den Technopower bei uns in der Halle stehen von Manni Eckel. Dann, ja, wir haben noch zahlreiche Fahrgeschäfte. Wir haben noch Twister stehen, wir haben noch zwei Hubfall.
die dieses Jahr noch raus müssen. Und es ist noch einiges, noch viel zu tun. Und wo habt ihr euren Firmensitz? Ja, und das Büro selber ist in Gevelsberg und die Halle ist bei uns in Marienheide. Das ist ja der Wahnsinn. Gevelsberg ist ja auch so eine Kirmesstadt, ne? Ganz genau. Habt ihr eigentlich auch so Lieblingsfahrgeschäfte? Also, Predator. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich betreue den Predator schon sehr, sehr lange, als er noch hier im Besitz von den Ron Lemoine war. Ich habe damals ja schon für den Löffelhardt die Steuerung ja neu gemacht an dem Fahrgeschäft. Nur da war die Steuerung hinten auf dem Arsch hinten drauf, auf dem Mittelbau, und die war halt so schwer. Wie muss man sich das vorstellen? Es wird alles umgebaut nach der neuen DIN-Norm. Ganz genau. Wir haben spezielle Sachen, die jetzt natürlich nach der neuen Richtlinie erfüllt werden müssen. Und dementsprechend müssen wir die Technik bzw. die Steuerungsanlagen ja dementsprechend umbauen, dass verschiedene Fehler halt nicht mehr passieren können. Das wird alles in eurer Fabrik hergestellt? Ganz genau. Wir haben eine große Halle, wir haben eine große Außenfläche, Kranbänen haben wir und wir machen auch eigentlich das volle Programm. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr holt euch das Originalteil und dann wird das abgemessen und dann nachgebaut, oder? Ja, wir machen das natürlich in Absprache mit allen TÜV-Initiativen, ne? Also TÜV Rheinland, München, Essen zum Beispiel. Das wird vorher alles abgesprochen und wenn das Teil halt erneuert werden muss, dann werden wir das halt dann auch dementsprechend erneuern. Wie ist das eigentlich mit den Bügelverriegelungen? Die werden ja immer enger. Also gefühlt enger und hat das was mit der neuen DIN-Norm zu tun? Ja, es gibt natürlich in der neuen DIN-Norm eine spezielle Sache, dass man eine Mindestschließstellung hier einhalten muss. Und es hat vieles auch damit zu tun. Aber es ist ein bisschen seltsam, weil zum Beispiel bei Geschäften wie von Technical Park und so weiter, da hat man ja auch mehr Platz und das entspricht ja auch der neuen DIN-Norm. Ja, es kommt natürlich auf die Bauart des Bügels an. Ne? Also es kommt natürlich auch an, wie die Bügel selber gebaut sind. Wie ist das eigentlich mit KMG-Geschäften? Baut ihr die auch um? Wir bauen alles an Fahrgeschäfte um, von egal welchen Hersteller. Da machen wir keine Grenzen. Ja, und wenn jemand sein Fahrgeschäft nach der neuen DIN-Norm umbauen will, habt ihr da eine Adresse? Ja, wir haben natürlich eine Homepage. Ja? Das ist die www.miwork-gmbh.com. Und da stehen auch alle Kontaktdaten im Endeffekt drauf. Ja, sehr schön, dass wir uns mal getroffen haben. Wäre ganz schön, wenn wir uns mal vielleicht bei euch treffen könnten für so eine Doku, dass ich den Zuschauern mal zeigen kann, was er dort in Gevelsberg so alles macht. Sehr gerne. Würden wir uns freuen.